Willkommen, willkommen, willkommen zu einer neuen, einer speziellen und einer abschließenden Folge Ein Jahr tausend Wunder. Aber der Reihe nach, für die Verwunderten, was denn Ein Jahr tausend Wunder ist, wo der Finger da oben wackelt, kommt eine Infokarte, wo man nachschauen kann, um was denn da geht, Schrägstrich, um was denn da gegangen ist. Für die anderen, wo sind wir? auf einem letzten oder so gut wie letzten miteinander gehenden Weg. Das ist bei mir in der Nähe daheim. Ich habe mir gedacht, ich mag mir da die Malven dort anschauen. Da nehmen wir sich dann ein paar Malvenblüten mit, weil die kann man schön trocknen und dann als Kaltauszug macht sie eine schöne Farbe. Man kann es auch in Tee reinschmeißen, nur dann ist die Farbe nur ganz kurz sichtbar. Aber ja, das ist alles nicht so tragisch. Wie machen wir es denn? Ich habe ja da jetzt schon länger überlegt und es ist einfach soweit. Ich mache einmal das, was ich... Einmal habe ich mir gedacht, ich kann anfangen mit unserem ehemaligen Bundeskanzler, hat vor einem Monat ungefähr sein Amt niedergelegt mit den Worten, genug ist genug. Das hat mir ganz gefallen, gut gefallen, hat mir gedacht, das konnte ich sagen, genug ist genug. Dann habe ich mich an Forrest Gump, die Öderen unter euch werden den Film erinnern, und ich verlinke da oben die Szene, die was ich meine, habe ich mich erinnert, da schaut er, also da rennt er seit 3 Jahren und irgendwie was umeinander, und auf einmal bleibt er stehen und sagt, ich bin wirklich müde, sehr sogar, ich glaube, ich gehe jetzt heim. Und das hat mir auch gut gefallen, weil das passt ziemlich zu dem, was ich da gemacht habe. Ich bin jetzt fast 3 Jahre, es sind 2 Jahre und 9 Monate durchgehend jeden Tag Stunden um Stunden gerannt und habe Videos gemacht und die Homepage bastelt und. Und ich bin wirklich müde und ich mag einfach nicht mehr. Zeitgleich bin ich sehr ein pflichtbewusstes Kerlchen und habe überlegt, was habe ich versprochen, dass ich mache. Und das wollte ich eigentlich auch erledigt wissen. Und das ist auch, weil ich werde euch dann am Schluss von diesem Video ganz unten, also ganz hinten, da gibt's nicht so Infokarten, sondern so Endcards heißt es bei YouTube, da werde ich euch die restlichen Monate des Jahres Playlists verlinken, weil ich habe im Vorjahr alles schon gut dokumentiert und da könnt ihr dann die Früchte finden, die was jetzt dann reif werden, ich werde Erntetipps finden und, sogar dann im Herbst noch rein, Blätter wissen und so weiter. Das werde ich machen. Es wird, nachdem wir jetzt 100 Folgen miteinander gegangen sind, und das über 2000 Minuten, weit über 30 Stunden miteinander verbracht haben, gibt es sowas ähnliches wie einen Bonustrack, weil ich habe noch ein paar Herzenssachen in Vorbereitung, die was länger dauern. Einmal wird es um Neophytenpflanzen gehen, einmal wird es um die giftigsten Pflanzen von unserem Land gehen, das wird ein Zweiteiler. Und 2 Zeitreiseprojekte habe ich auch noch am Laufen. Die wird es praktisch nach und nach nicht mehr nummeriert geben mit 101, 102, sondern Bonus-Track 1, Bonus-Track 2 und so weiter. Vielleicht, also weil ich da, also gleich, ich erzähle es, wieso ich da so fasziniert hinleicht. Eine meiner Lieblingspflanzen, ich sage immer, wenn man nur eine Wildpflanze erkennen wollen, dann sollte es die Brennnessel sein, weil die ist echt der Hit, nämlich von den Inhaltsstoffen, von den Möglichkeiten. Jetzt, da sind schon die Nüsschen reif, also habe ich ja erzählt, Brennnessel zweihäusig, gibt Mann und Frau Brennnessel. Das ist definitiv eine Frau Brennnessel. Oben noch, ja, letzte Blühreste, aber da sind schon die Nüsschen reif. Und auch das werdet ihr finden, ein Erntetipp für die Nüsschen, ein Sackerl mitnehmen, schon auf dem Stangl, also wenn es da noch steht, die Blätter von oben nach unten wegzupfen, seht ihr, das geht ganz leicht, ja, so und so und so und so. Und dann könnt ihr einfach, seht, nehmt es da unten und fahrt nach oben weg und dann
habt schon eine Handvoll von diesen Fruchtständen mit den Nüsschen drinnen. Jetzt sind halt die Nüsschen trotzdem noch in einer Fruchthülle. Ich merke es auch, es ist noch ein bisschen bald. Man merkt es, wenn die langsam ausfallen anfangen. Man merkt es, wenn wirklich die letzten Blüten verblüht sind. Aber das nehmt euch mit in den Sackerl, da daheim in der Schachtel und lasst es einfach stehen. Es passiert nämlich dann, dass die Nüsschen von ganz allein ausfallen. Also irgendwann könnt ihr dann dieses Gut in der Schachtel immer mal ein bisschen wenden und dann bleiben lauter leere Würstel zurück und die Samen, also die Nüsschen, sind in der Schachtel. Das braucht ihr dann nur mehr aussiebern und schon habt ihr einen Brennnessel-Samenvorrat für den Winter. Das werde ich wieder machen, das mache ich gern. Das ist eine meiner Lieblingsbevorratungspflanzen. Also, aber auch das werdet ihr im Kanal finden, eben Verarbeitungstipps und so weiter. Ja, eigentlich ist eh schon gesagt, um was in dem Video jetzt geht. Also das Schwierigere ist gesagt, wir gehen jetzt einfach da noch ein Stückchen. Vielleicht treffen wir ja noch Pflanzen, die was wir noch nicht miteinander gesehen haben. Ihr seht, ich habe mich da schon wieder zum Durchkämpfen. Wo nicht gepflegt oder gemäht wird, ist es einfach gar nicht so leicht, dass man durchkommt. Da zum Beispiel, der wird jetzt dann bald auch einmal zum Blieren anfangen, der Beifuß. Da muss man aufpassen, weil bei uns kommt auch immer öfter das Ruckweed vor. Aber das werdet ihr auch nochmal dann genauer sehen bei dieser Bonusfolge mit invasiven Neophyten. Das Ruckweed ist eine hochallergene Pflanze und für die Blätter, und das heißt, das Ruckweed heißt auch beifußblättriges Traubenkraut, für die Blätter, wenn man sie nicht auskennt, dann kommt man das miteinander verwechseln. Aber der Beifuß hat eben das tolle Geschenk, dass er hinten fast weiß ist. Das hilft uns, dass wir es nicht mit Ruckweed verwechseln oder auch nicht mit der tödlich giftigen, mit dem blauen Eisenhut. Aber der kommt zum Beispiel dann in die hochgiftigen Pflanzen Bonusfolgen vor. Ja, vielleicht sollte ich trotzdem, einmal bin ich gebeten worden, ich möge mich doch zeigen, wie ich ausschaue. Habe ich jetzt überlegt, könnte ich jetzt eigentlich die Kamera auf mich drehen und so und eben die Sprüche vom Forrest Gump sagen. Aber ich habe mich dagegen entschieden, weil es bringt ja überhaupt nichts. Erstens schaue ich am Monatsanfang immer anders aus wie Monatsend, weil am Monatsanfang rasiere ich mich und schere mir Haar und dann tue ich wieder am Monat nichts und am Monatsend habe ich ein Bart und lange Haar und dann wirke ich eigentlich wie zwei verschiedene Personen. Somit war mir nie wichtig, ich als Person in Erscheinung zu treten bei den Videos. Somit lasse ich das. Also verzeiht es, die was den Wunsch geäußert haben, mich kennenzulernen, optischer Natur. Ja, bringt eh nichts. Wenn ein hübscher Kerl und eh vergeben, so ist eh nicht wurscht. Da kommen wir jetzt zu den Malven. Malven gibt es ja viele. Und die sind eben besonders geschickt zum Brocken da mit diesen dunklen Blüten. Besonders wenn man eben vorhat, dass man ein gefärbtes Wasser sozusagen macht, weil die geben wirklich ganz toll Farbe ab und Schleimstoffe. Wissen muss man halt, wenn man das machen möchte, legt man das dann im kalten Wasser ein. Und dann lässt man es halt 12 Stunden ziehen. Und dann kann man das Wasser mit Zucker süßen und hat eine schöne Farbe. Ist eine super Freude. Ein super Spiel mit Kindern. Man kann es auch für einen Tee trocknen. Das Blöde ist, es schaut zwar super cool aus, wenn man dann das heiße Wasser drauf lädt und Malvenblüten sind im random Tee gut dabei. Dann ist ganz kurz, wird das Wasser ganz blau, aber dann ist die Farbe auch wieder weg. Also das ist dann nichts Haltbares. Also, aber ja, kann man trotzdem ausprobieren. Ja, wisst ihr was, ich kämpfe mich da jetzt ein bisschen auf. Ja, checkt mir nebenbei ein paar Malvenblüten für meine Teemischung, dass einfach auch wieder Malve dabei ist. Und ich bin mir sicher, dass wir, weil das ist eine sehr gemachte Runde für mich daheim, dass wir da noch ein, zwei Mal einschalten und noch ein paar Pflanzen sehen. Oder zumindest fällt mir noch irgendein Schwank, Klamauk oder sonst was ein, was noch zum Sagen ist. Ja, schaut, habe ich schon einen Schwank, der was mir einfällt. Es hat einmal eine Folge gegeben, wo wir sich Sämlinge angeschaut haben, also aus
Samen entstehende Jungbäume. Und bei der Eiche war zwar im vorigen Jahr ein Mastjahr, was bedeutet, es hat unglaublich viel Eichenfrüchte gegeben. Dann war aber das Problem, dass so ein trockener April bei uns war, dass eigentlich die ganzen Früchte auf starrhartem Boden zum Liegen gekommen sind und die meisten nicht austrieben sind. Und ich habe unendlich lang gesucht, dass ich Eichentriebe, also Eichensämlinge gefunden habe. Und an der Stelle habe ich tatsächlich dann doch noch was gefunden zum Herzagen. Und ich weiß natürlich jetzt nicht, ob das genau die da waren, weil da sind jetzt doch ein paar mehr aufgegangen. Aber man sieht, also das war praktisch heuer im Frühling eine Eichenfrucht. Ja, die hat es nicht geschafft zum Beispiel. Und ja, das geht dann doch ziemlich schnell, dass dann ein junges Bäumchen entsteht. Die wird da keine Lebenschance haben, wenn da ein Bauer durchfährt und durchackert. Ist mit dem Leben schon wieder vorbei. Was ich da jetzt noch erzählen mag, ist, was ich fantastisch finde, weil für mich bedeutet das ja nur ein Ende dieser Videoserie-Reise. Ich selber werde weiter in der Natur unterwegs sein. Und für euch ist es ein Beginn, dass vielleicht selber noch mehr draußen seid. Also ich finde es fantastisch zu beobachten, wie sich die Natur von Jahr zu Jahr verändert. Es gibt Jahre, wo total viel Bucheckern wie voriges Jahr war und heuer muss man sich freuen, wenn man überhaupt eine Bucheckenfrucht findet. Es gibt Jahre, wo Massen an einer Pflanze, an einer Stelle stehen und man denkt sich, haha, super, im nächsten Jahr komme ich da her und ernte und im nächsten Jahr ist keine einzige dieser Pflanzen da. Zum Beispiel der Stechapfel, voriges Jahr überall zum Finden bei uns und heuer, ich habe noch keinen einzigen gefunden. Das ist echt schräg. Also es ist ein Erscheinen und Vergehen. Es gibt eh Ausdrücke auch dafür. Also es gibt unbeständigt verwildert zum Beispiel. Also das heißt dann, das weiß man, dass das nicht dann am Bestand bildet, sondern das taucht einmal wo auf das Pflanzen und verschwindet wieder. Also all das gibt's. Aber ich finde es toll zum Beobachten. Ja, das ist vielleicht das Tipp. Wenn ihr draußen unterwegs seid, stellt euch darauf ein, dass eigentlich immer wieder rausgehen könnt, jedes Jahr aufs Neue und jede Saison, weil es wird sich immer was tun. Es ist nicht so, dass man dann sagen kann, ja, jetzt habe ich alles gesehen und das war's. Ihr braucht ja nicht einmal eine große Runde, also selbst wenn es nur in euren Heimatkretzel 3 Kilometer Radius abwandert und selbst in Siedlungen tut sich viel, wird es immer wieder viel Neues entdecken können und es wird kein Ende nehmen, dass immer wieder was Neues findet. Ja, das ist mir da jetzt bei der Eiche eingefallen. Und nachdem mir jetzt gerade wieder nichts einfällt, außer haben wir ja eh schon gesehen, den gelben Steinklee und der kommt dann bei den Neophyten, das einjährige Beruf gerade, schalte ich wieder aus und wenn nochmal was reinhupft, sehen wir sie nochmal. Ja, ich merke es jetzt im Heimgehen, es wird mir nicht leicht fallen, dass ich die Kamera weglege, weil wenn man das Ganze so lange gemacht hat, wird das auch, ich sage, es ist sogar eine Form Sucht geworden, auch die möchte ich loswerden. Und ja, weil allein wenn ich da gehe, denke ich mir, boah, die große Klette, da ist ein kleines Exemplar, das kann auch die kleine Klette sein, gibt kleine Kletten, gibt mehrere Kletten, aber da keine riesen Exemplare mit Riesenblättern, die müssen alle sehen. Und dann merke ich ja, eigentlich ist es jetzt vorbei, dass ich dann solche Sachen herzeige. Und es passt auch, ihr werdet es euch selber finden. Was wir da jetzt noch sehen, die haben wir immer wieder gesehen, die Ackerkratzdistel, da haben wir miteinander die Wurzeln gemampft, wir haben junge Triebe gemampft, weil sie so schön saftig sind. Jetzt ist es eigentlich vorbei mit dem Essen, obwohl man die Blätter nach wie vor in einen Smoothie Maker hauen kann. Aber ja, es gibt ja anderes Grün und zur Not nehmen wir die Brennnessel. Und dass jetzt nicht nur Gequatsche wird, mache ich es jetzt so, es kommen jetzt dann diese Endcards und ihr solltet da jetzt dann ein bisschen Zeit haben, dass die in Ruhe begutachten könnt. Das heißt aber, eine Notwendigkeit ist, dass das Video nur ein Echtel rennt. Weil wenn ich jetzt ausschalte und Papa sage,
dann habt ihr die Endcards ganz kurz da und dann, weiß ich nicht, muss man Pause schalten, keine Ahnung, ob das geht. Darum mache ich es jetzt so, wir gehen einfach noch miteinander ein paar Schritte. Wenn ich was sage, dann ist es nicht mehr so arg wichtig. Nein, das muss ich jetzt zurücknehmen. Eins möchte ich noch sagen. Danke für alle, die was mich bisher begleitet haben. Bitte benutzt die Homepage, benutzt den Kanal. Eben, es sind über 1500 Videos drinnen. Ich habe mir es durchgerechnet an die 125 Stunden Videomaterial. Wenn ihr was nicht findet, es gibt so viele Pflanzen, dann habe ich es einfach nicht. Also wichtig ist mir wirklich auch, dass die Homepage benutzt, weil mein Wunsch war, und das habe ich glaube ich echt gut hingekriegt, dass da was ist, wo man zumindest die häufigen Sachen gut findet und gut beschrieben findet. Ja, also danke für alle, die was immer wieder kommentieren. Bitte helft miteinander zusammen. Heißt, wenn ihr irgendwo unter dem Video Fragen seht, die was nicht beantwortet sind, versucht es zu beantworten, wenn ihr was wisst. Ich werde nur mehr einmal in der Woche circa schauen, ob irgendwelche Kommentare mich betreffen, also wo direkt ich gefragt bin, und wenn es weiß, was gefragt ist, werde ich beantworten. Ich sage auch nochmal danke für die gute Kommentarkultur. Ich habe erst zwei Kommentare gelöscht und das war aber, weiß ich nicht, einmal du Hurensohn, also völlig unmotiviert der Kommentar, und einmal, das weiß ich schon wieder nicht mehr. Aber mehr war nicht notwendig. Okay, also danke, danke, danke. Bitte auch noch, denkt an Daumen hoch, nicht nur wegen mir. Sondern es hilft einfach, bei YouTube irgendwann besser gereiht oder gefunden zu werden. Es ist jetzt nach wie vor so, dass ich 2500 Videos online habe, aber an einem Wochenende, wo wirklich viel los ist, 2500 Videos geschaut werden. Wenn ich daran denke, dass manche Schminktipp-Videos innerhalb der ersten Stunde 500.000 Aufrufe haben, blüht mir da manchmal das Herz. Also vielleicht kann man mit Daumen hoch bei den Videos da ein bisschen den YouTube-Algorithmus kitzeln, so dass vielleicht Pflanzenvielfalt auch irgendwann besser wahrgenommen wird. Da ist der Beifuß, der was da jetzt schon in die Blüte aufschickt. Das Brocke zum Beispiel voll gern. Da gibt es natürlich eh alles schon als Video, werdet ihr entdecken. Da zeige ich ganz genau, wann die Blüten richtig aufgeblüht sind und wann man am besten brockt, weil man kann den eben, die Blüten sind so unscheinbar, das kann man, es passiert eh nichts, aber am besten als Teegrad oder als Würzkraut nimmt man dann, wenn die Blüten schön da sind und nicht schon wieder verblüht sind. Also auch da wird, wenn sich da wer interessiert, ein Video finden. Ja, okay, wisst ihr was? Weil jetzt habt ihr wieder brav zuhören müssen, ihr Armen. Ich gehe jetzt einfach, ich sag, bis zu der Birke dort. Und dann, ich leuchte immer rundherum und dann drehe ich ab, dann sollte genug Zeit gewesen sein, dass man sich die Endcards anschaut. Okay, also, ein bisschen blirrt das Herz, aber ich habe eben noch die Chance bei den Bonustracks, ein bisschen darf ich ja noch tun. Aber ja, also, es gibt einen letzten Schuss und einen letzten Schuss, sagt man in der Hard-Drogen-Szene. Aber ich mache das jetzt so, dass das wirklich ein Ende findet. Pfiat euch.